Ein herzliches Willkommen und hallo liebe Freunde zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone mit mir, dem Nature. So, wie jedes Mal geht es heute als erstes mal in den Kartenchaos-Modus und erwartet ein gänzlich neues Kartenchaos auf uns. Was na, im Prinzip so das Gegenteil zu dem von letzter Woche ist. Mit Karacho in den Kampf. Feiglinge werden in diesem Kartenchaos nicht geduldet. Alle ausgespielten Diener erhalten sofort Ansturm und Spott. Auf die Plätze, fertig, los. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich wähle mal den Krieger, das passt auch ganz gut zu der Quest, die ich momentan habe. So, und dann wählen wir mal los. Also, wir haben auf jeden Fall Ansturm und Spott. Was für Karten können da denn ganz vernünftig sein? Also generell, Affe mit Waffe fällt weg. Die könnte interessant sein. Aber ich weiß nicht, ob es sich das lohnt. So, schauen wir uns das Ganze doch nochmal weiter an. Upsala, ne, den wollten wir nicht. Was wir hier noch so alles haben. Sie wäre, glaube ich, ganz vernünftig auch noch. Also sie wollen auf jeden Fall auch Waffen anlegen. Das heißt, Biss des Todes nehmen wir rein. Halt, die nicht. Biss des Todes nehmen wir rein. Und Folge Kriegsex nehmen wir rein. Wirbelwind nehmen wir rein. Execute ist, glaube ich, zu langsam. Aber innere Wut dürfte passen. Wirbelwind, ich glaube, Wirbelwind brauchen wir nicht. Was hier auf jeden Fall relativ gut ist, oder gut sein dürfte, sind A, Diener mit Todesröcheln und B, Diener mit einem guten Budget. Also Geisthafter Grappler sollte relativ gut sein. Was haben wir hier noch so? Knife Juggler. Vielleicht. Das Schaf als Board Clear könnte auch funktionieren. Nehmen wir mal mit. Terror Wolf Alpha ist eher uninteressant. Kampfschrei. Kampfschrei Diener. Ja. Ja, ja, ja. Gucken wir mal weiter. Magmawüter. Magmawüter könnte natürlich auch hier Potenzial haben, da es er ja direkt mit 5 angreifen kann für 3 Mana, 5 Schaden. Das ist nicht das Allerschlechteste, muss man ja sagen. Tobender Borg, der ist hier, glaube ich, ganz gut. Mit Windzorn. Schredder sollte wie immer relativ gut sein. Hungriger Drache. Uralter Schemen nehme ich, glaube ich, mal mit. Gruftspinne. Gruftspinne könnte auch interessant sein. Ich könnte mir überlegen, ob ich auch den hungrigen Drachen mitnehme. Aber ich glaube ja. Hier geht es ein bisschen wirklich darum, den Gegner wegzubursten. Lore-Tab nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn ich grimmiger Gast ausspiele, ob die Viecher, die ich durch grimmigen Gast bekomme, dann auch Ansturm bekommen. Das weiß ich nicht. Das werden wir herausfinden, würde ich sagen. So, Imperator. Ich weiß nicht, ob Imperator nicht schon zu langsam ist. Ja, die Kartenauswahl ist halt bei uns relativ begrenzt noch. Deswegen müssen wir mal gucken. Fleischfresser-Ghoul. So viel wie hier stirbt. Durchaus auch eine Alternative. Gerade mal gucken. Ich habe halt leider den, den Dingens nicht. Den Berserker. Fünf Karten fehlen noch. Was nehmen wir denn da nochmal mit? Ich würde sagen, packen wir sie trotzdem doch mal ein. Gucken wir sie uns mal an, wie sie ist. Und was nehmen wir noch?
Akolyt für Card Draw. Dschungelpanther. Kobra ist gut, glaube ich. Ist ein Instant Removal praktisch. Sollte eigentlich nicht so schlecht sein. Und wir nehmen mal Flugmaschine. Flugmaschine können wir mit innerer Wut buffen. Machen wir die Flugmaschine nehmen wir wieder raus. Wo ist sie denn? Flugmaschine. Da. Wir nehmen dafür lieber nochmal eine Eule mit. So, gucken wir uns das mal an. Mit diesem Deck. Wie gesagt, die Kartenmenge ist halt bei uns immer so ein bisschen der limitierende Faktor. Wie gesagt, beim grimmigen Gast weiß ich auch nicht so ganz, was seine Sache ist. Gegen den Druiden. Sieg oder Tod. Early Game habe ich jetzt bewusst mal rausgelassen. Ganz einfach deswegen, weil es sehr wahrscheinlich einfach zu viel gibt, was da kontert. Ja, also ich meine, die meisten One-Drop-Minions, die helfen halt später im Game, spätestens ab Runde 3-4, gegen einen Taunter nicht mehr so wirklich viel. Ich habe den Tiger im Tank. Ich gehe mal geguckt, ob ich hier auch direkt Ansturm bekomme. Aber ich glaube eben nicht. Das war nämlich, meine ich, der Clou an der Sache. Hier können wir gerade nicht so viel machen. Weil die haben ja auch keinen Spot bekommen. Deswegen. So, was haben wir denn noch so für die nächste Runde? Eigentlich nochmal einen Drachen. Gewinnt sogar. Ach, ärgerlich. Ich finde auch, wer wirklich als zweites dran ist, hat hier auch einen gewissen Vorteil in dem Brawl. Da zweimal denselben, auch nicht schlecht. Einfach, weil man hat früher ein Minion auf dem Feld und der nächste kommt halt schon gar nicht mehr dran vorbei, weil es halt eben ein Spotter ist, ne? Das ist echt ein bisschen blöd. Ich denke, nächste Runde werden wir mal unser Schäfchen spielen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt wieder ein bisschen aufholen können. Ah, Knife Juggler ist halt jetzt auch, kann direkt weggetradet werden. Das ist halt so, naja, gut. Das könnt ihr nicht ernst meinen. Oh, der ist natürlich not so bad. So.
Jetzt hoffe ich, dass ich die nächste Runde ein bisschen was Schönes ziehe. Elun, führe meine Lanze. Der Sieg gehört den Karls! Ritter der Wildnis. Okay. Greift an! Für den kriegsamen Plan! Look down, Ogre! Bin mir nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich das richtige Play war, aber anders haben wir nicht wirklich eine Chance gerade. So, jetzt müssen wir 2 Schaden ziehen. Nee, Quatsch, wir müssen die auch noch removen. So. Ja, jetzt sind wir wieder so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Führe meine Lanze. Und es wird auch gerade nicht besser. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Karte haben, die uns da tatsächlich helfen könnte. Das ist sie auf jeden Fall nicht. Ne, das wird es gewesen sein erstmal. So, was... Ich muss auf jeden Fall ein bisschen Kato reinkriegen. Das heißt für uns am besten den akolytischen Merzes. Da beschworen Diener so dann das nicht mehr bekommen, werde ich jetzt auch mal den grimmigen Gast rausnehmen, weil der ist 100 Pro davon ebenfalls betroffen. Gut, das lasse ich mal so. Gucken mal, wie es jetzt ausschaut. Garrosh gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Sieg oder Tod. Das ist ganz in Ordnung. Ja, mit dem auch. Behalten wir mal so. So, das Problem ist nur, dass wir jetzt keinen anderen Two-Drop mehr haben. Aber dafür haben wir die Cobra in Turn 3 als direkten Removal. Turn 4 dann den Schemen. Ist okay. Oh, der ist davon nicht betroffen. Das ist sehr gut. Dann haben wir die Waffe. Als Alternative zum Two-Drop auf jeden Fall eine gute Sache. Je nachdem, was er jetzt macht, können wir dann entweder einen Ghoul spielen. Spider Tank. Ja, ich denke, da ist der. Na, wobei. Hochbar. Nächste Runde dann Schemen oder Drache.
Ja, mal gucken, was stehen bleibt. Hammer des Zorns. Okay. Ja, das ist dann natürlich ideal eigentlich für unseren Schemen. Auch wenn der Fluch ziemlich wehtun würde, wenn wir ziehen. Ich glaube auch, der Ghoul ist doch nicht so gut, weil in unserem Zug stirbt einfach zu wenig dafür. Nicht mit mir. Oh. War ein guter Turn. Kann man nicht anders sagen. So, ich will ja trotzdem, dass bei mir auf jeden Fall was stehen bleibt, deswegen habe ich das jetzt so gespielt. Shredderino. Dann geht er mit dem Minibot natürlich rein. Oh. Nee, machen wir so natürlich. Gegen Shredder zu traden wäre irgendwie ein bisschen blöd. Noch ein Hammer des Zorns. Heftig, heftig. Eine feurige Kriegsaxt. Die passt doch jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe große Pläne. So, sehr schön. Ich würde sagen, das traden wir so. Ein Netpagel. Na, Happy Birthday. Ja gut, er macht wenigstens jetzt erstmal nichts. Dementsprechend ist es schon mal in Ordnung. Und da kommt die Weihe. Die hat tatsächlich sogar was gebracht. Hab einen. So, 7 Schaden. Und wenn das nichts wird, dann werden wir auf den Druiden switchen. Wobei Hunter auch interessant sein könnte. Ich. Oh, Jobunga. Shredderino. Gut, 3 Schaden waren es noch. Dieser Netpagel zieht ihm halt so viele Karten gerade. Wir müssen jetzt noch irgendwie 3 Schaden auf ihn kriegen. Lasst mich nachdenken. Oh, Teufelssäscher, sehr schön. Wow. Ah, damit ist es vorbei. Ach Gott.
will nicht so recht gerade. Das sind halt die Brawls, die ich nicht so mag, wo es halt wirklich auch auf die eigene Kartensammlung ankommt. So, löschen wir. Gehen wir das Ganze mal mit dem Druide oder Jäger. Ich würde jetzt mal intuitiv Druide nehmen, glaube ich. Auf jeden Fall das Anregen. Kreislauf der Natur könnte hier ganz gut sein. Mal der Witness ist eher uninteressant. Zorn nehmen wir mit. Ja, gesattelter Raptor dann auf jeden Fall. Druid in der Flamme ist nicht schlecht hier. Und das Brüllen, Prankenhieb. Sternfeuer, ja, wobei Sternfeuer ist, glaube ich, zu langsam. Mechbearcat. Urtum. Packen wir mal ein. Gucken wir mal, wie es performt. So, dann schauen wir mal hier. Gehen wir mal Richtung Todesröcheln. Würde ich sagen. Dementsprechend Baron Totenschuhe. Schredder. So, was haben wir noch? Gutes mit Todesröcheln. Antegolem. Ein Nerubisches Ei dürfte ja auch ziemlich gut sein, weil es Spott hat. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Beutehamsterer für Card Draw. Totengräber. Kopa nehmen wir wieder mit. So, und das war es eigentlich auch schon. Ja, alles weitere ist eher uninteressant. Oder ist hier noch was, was wir unbedingt brauchen? Nö, eigentlich nicht. Nö, ich denke, das ist ganz gut. So, lassen wir es mal. Probieren wir es noch einmal mit dem Druiden. Ich muss die Wildnis schützen. So, Beutehamsterer behalte ich mal. Och Gott. Was eine Starthand. Doppelvulkanborke. Das ist doch nicht schön. Doppelvulkanborke auf die Hand bekommen. Ziemlich uncool. Ich werde sie nahe zeigen. Kann ich Bedarf würfeln? Hey, gib mir das. Ah. Oh Gott. Hoffen wir, dass es ein langes Spiel wird. Melde mich zum Dienst. Get down, das habe ich mir schon fast gedacht. Für den Kreuzzug. Gesattelter Raptor. Na gut, damit kann man doch was anfangen.
Blood Mage. Gar nicht mal schlecht. Gibt ihm halt einen Card Draw. Es gibt definitiv schlechtere Two Drops, aber. Get down. Ja, ich komme sehen müssen. Das hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. Stimmt, das war blöd gespielt, muss ich sagen. Von mir. Aber hier kann ja nicht alles perfekt sein. Ich denke, hier werden wir mal malchen. Bringt eure Tod, eure Tod. So. Ich hoffe, dass er jetzt nicht hier alles platt macht, das wäre ganz gut, weil dann kriegen wir nächste Runde auf jeden Fall eine Vulkanborke raus. Ah, jetzt kommt die Weihe. Ein Schlickspucker. Schlickspucker ist tatsächlich sogar in Ordnung. So, auch wenn ich damit riskiere, dass er die beiden direkt removen kann und hier zwei Schaden drauf kriegt, ist es, glaube ich, trotzdem besser. Raidleiter. Gut, was ziehen wir? Auch ein aerobisches Ei. Gut. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Nicht schlecht, Herr Specht. So, aber das sieht bisher eigentlich auch ganz gut für uns aus. Zurück mit euch, ihr heutigen. Könnte auf jeden Fall deutlich schlimmer sein. Das ist natürlich ziemlich eklig. Ich würde sagen, hoffen wir auf was Großes, aber. Oh Gott. Wobei, nee, ich muss die Karte ziehen. Und das war blöd, dass ich Hero Ability gemacht habe. Das ist kein gültiges Ziel. Tod in der Flamme. Badet in Flammen. Wie viel kostet sie? 3, ja, shit. Badet in Flammen. Ohne Hero Ability hätten wir beides wegräumen können. Scheiße. Hartes Misplay. Hartes Misplay.
So, ist erstmal soweit in Ordnung, weil er uns damit einen 4-4er schenkt. Die ist ein bisschen arg nervig, die Statue. Friedensbewahrer, hervorragend. Aber egal, können wir rewinden und kriegen wir dann wie neu auf die Hand. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wie ich diese blöde Statue wegkriege, aber ich denke, da muss ich einfach auf einen guten Draw warten. Viel mehr kann ich da nicht wirklich machen. Das ist doch zum Beispiel so ein guter Draw. Auch wenn es weh tut. Ja, wobei, jetzt habe ich natürlich keinen Spotter mehr auf dem Feld. Das heißt, 4 Schaden, die er zieht, sind tödlich. Befolgt die Regel. Das sind 3. Melde mich zum Dienst. Oh Gott, was ein Krimi. Baron Totenschwur, okay. Ja, hier rein zu traden bringt nichts. Der Baron Totenschwur hätte ruhig ein bisschen früher kommen können, finde ich. Oh Gott, Schredder. Ich denke, das Ding ist durch, Freunde. Melde mich zum Dienst. Wenn wir nicht gerade jetzt ein AA-Removal ziehen. Ja, okay, es ist doch noch nicht ganz durch. Jetzt ist es durch. Ach Gott, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Weiß auch nicht, weil ich da noch groß verändern soll. Es war gut, war jetzt ein Whistler dabei. Probieren wir es noch einmal. Und dann ist aber auch Schluss. Es wird ja eine super lange Folge. Ich muss die Wildnis schützen. Leute haben es gerade in Ordnung. Das eher nicht so. Ich nehme an, das ist ein Zulog. Ach, das war doch schon direkt dumm. Ach Gott, vergessen, dass der Charge bekommt. Gut gespielt. Fehler geschehen. Das war doch direkt dämlich. Na gut. Kriegen wir wenigstens eine Ruby and Egg. Ich kann eure Schmerzen lindern. Ein Totengräber. Okay. Ja, das Ei wird auf jeden Fall jetzt sterben. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten hätten wir nicht so Runde 2 von den Krabblern bekommen. Ich komme aus der Leere. Oh.
Na, gucken wir mal, was er kriegt. Wow. Badet in Flammen. Bringt euren Tod. Das wird ein Leben. So, denn nächste Runde haben wir auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Gucken, was es wird. Dämonenzorn, na herrlich. Eine Vulkanborke. Machen wir was mit dieser Vulkanborke, können wir nicht. Ich will ihm nicht in seinen Turn dann direkt die Initiative mit dem Vieh geben, was wir hiermit beschwören. Deswegen sind wir jetzt face gegangen. Ich habe auch nichts wirklich anderes, was ich da jetzt rausbringen könnte, weil den Baron wollte ich jetzt nicht bringen, weil er dafür einfach zu wertvoll ist. Ich kann eure Schmerzen lindern. Und hier können wir nämlich relativ jetzt gut einfach mal einen Prankenhieb reinzimmern. Und hoffen, dass da nicht zu Schlimmes bei passiert. Sondern nächste Runde ist dann Erntegolem plus Baron Totenschwur. Eine relativ gute Kombi. Oh, eklig. Oder noch besser, Baron Totenschwur, ein gesattelter Raptor. Ja, gut, das war so, naja, was da jetzt rausgekommen ist. Ja, wobei, es ist nicht schlecht. Aber den Baron wird er uns 100 pro wegnehmen. Was auch in Ordnung ist, absorbiert er wegen 7 Schaden. Ist okay. So, mal schauen, was er ausspielt. Blutsauger. Okay, so, wir kriegen ihn. Mal gucken, auf was für ein. Ja, müssen wir den Borg, können wir leider erst nächste Runde spielen. Das ist schon okay. Wir haben jetzt zwei Dicke auf der Hand, die wir auf jeden Fall rausbringen können. Das ist völlig in Ordnung. Also selbst wenn er uns jetzt mit Kleinkram totschlagen will, ja, das ist uns ziemlich egal. So, dann klingen wir hier mal. Jetzt muss ich mal rechnen. Wenn wir die rauskriegen und die zerstören, geht die Borke auf 7. Wie sind wir 4? Ja, wir kriegen leider nicht ganz hin. Schade. So, ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt einen Siphon Soul hat. Das ist doch nicht Soul Siphon. Ja, das war ja schon fast vorherzusehen, aber wir haben ja noch unsere andere Borke.
Von daher alles im Rahmen. Weil ich gerade überlegen, wenn ich die ausspielen will oder ob ich lieber zwei kleine spiele jetzt erstmal. Badet in Flammen. Ja, ich will mich wieder auf den Demon Wrath abkriegen. Dann bin ich zu, wenn ich das auch auf 5-2 gesetzt hätte, dann bin ich einfach zu anfällig für einen zweiten Demon Wrath. Und fürs Höllenfeuer. So bin ich nicht ganz so anfällig dafür. Ist okay. Dass er alles in den Removal investiert. Krass, krass. So, jetzt hoffen wir mal, dass er keinen zweiten Siphon Soul hat. Ansonsten werde ich, glaube ich, ein bisschen Amok laufen. Wow. Chapeau, nicht schlecht gespielt. Gut gespielt. Vielen Dank für deine Fitness. Die Anregen bringen uns halt gerade gar nichts mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. 5 Schaden gehen uns ins Gesicht, hat er uns. Fluch von Rafam, okay. Dark Bomb und das reicht. Ach Leute, wir haben kein Glück heute, was das Brawl angeht. Dementsprechend machen wir jetzt auch Feierabend, auch wenn wir hier nichts gewinnen konnten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch fürs Video. War ein sehr, sehr langes Video. Nächste Mal wieder kürzer. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone mit Medium Nature. Macht's gut!